Hallo zusammen. Beim letzten Mal haben wir schon über religiöse Sprache gesprochen und haben die Unterscheidung kennengelernt von Realismus und Antirealismus und die Bedeutungstheorien, die damit zusammenhängen. Ich habe moderat für einen Realismus plädiert das letzte Mal, das heißt für die Position, die behauptet, religiöse Sprache bedeutet das, was sie zu bedeuten scheint. Bloß, was scheint sie denn eigentlich zu bedeuten? Es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass religiöse Sprache Worte oft in einer ganz anderen Bedeutung gebraucht, als wir das aus unserer alltäglichen Sprache so gewohnt sind. Natürlich bei speziell religiösen Begriffen wie Gott, Seele, Nirvana und so weiter, da ist das ohne weiteres festzustellen. Aber auch bei ganz normalen Begriffen ist das so. Was ist nämlich beispielsweise, wenn Sie sagen, Gott spricht zu mir oder so etwas. Dieses simple Wörtchen spricht, bedeutet das hier genau das Gleiche wie in einem ganz alltäglichen Kontext, wie wenn Sie beispielsweise Ihrem Freund erzählen, der Busfahrer spricht mit mir oder so etwas. Es kann ja nicht ganz genau das Gleiche bedeuten. Sprechen stammt aus unserer ganz alltäglichen, normalen Lebenswelt und bedeutet da normalerweise so etwas wie mit den Sprechwerkzeugen und den Stimmwerkzeugen Laute produzieren, um Informationen mitzuteilen. Und das kann für Gott eigentlich ja nicht gemeint sein, denn Gott hat keinen Körper, er hat keine Stimmbänder, er hat keinen Mund, keine Lippen, mit denen er Laute bilden könnte. Das heißt, was auch immer Gott tut, wenn er mit mir spricht, es muss irgendwie was anderes sein als das, was der Busfahrer tut, wenn er mit mir spricht. Man kann auch nicht einfach zuhören, wenn Gott zu jemand anderem spricht, aber man kann sehr wohl zuhören, wenn der Busfahrer zu jemand anderem spricht. Irgendwie muss es einen Unterschied geben zwischen dem Sprechen Gottes und dem Sprechen des Busfahrers. Auf der anderen Seite kann Sprechen aber hier auch nicht etwas vollkommen anderes bedeuten. Denn wenn Gott spricht und wenn der Busfahrer spricht, dann müssen das ja irgendwie auch ähnliche Vorgänge sein, sonst würden wir ja nicht das gleiche Wort, nämlich sprechen, für diese beiden Vorgänge verwenden. Also, einerseits kann es nicht ganz das gleiche sein. Andererseits kann es auch nicht ganz was Verschiedenes sein. Bloß, was ist es denn dann? Die religiöse Wirklichkeit, also die Wirklichkeit, über die wir reden, wenn wir von Gott, Seele, Nirvana und so weiter sprechen, die ist anders als unsere Alltagswirklichkeit. Sie unterscheidet sich massiv davon. Wie kann man denn dann sinnvoll mit unserer menschlichen Sprache, die für diese alltägliche Wirklichkeit gemacht ist, über eine ganz andere religiöse Wirklichkeit sprechen? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Und wir werden uns insgesamt drei Möglichkeiten anschauen, wie man mit diesem Problem fertig werden kann. Also, wie kann ich der besonderen Bedeutung, die religiöse Sprache erfordert, gerecht werden? Diese drei Möglichkeiten, die wir besprechen wollen, sind erstens die analoge Rede, zweitens die metaphorische Rede und drittens das Schweigen oder der Apophatizismus. Fangen wir mit dem ersten Punkt an, das ist die Analogie, die analoge Rede. Diese Schwierigkeit, über Gott in menschlicher Sprache zu sprechen, das ist ein Problem, mit dem sich Thomas von Aquin, einer der bedeutendsten Philosophen der Scholastik, also der mittelalterlichen christlichen Philosophie, auseinandergesetzt hat. Thomas stellt fest, wenn wir versuchen, über Gott zu sprechen, dann stehen wir vor einem Dilemma. Auf der einen Seite können die Worte nicht das bedeuten, was sie normalerweise bedeuten. Das wäre sonst ein kruder Anthropomorphismus. Also wir würden uns Gott wie ein menschliches Wesen vorstellen, nur größer und mächtiger oder irgendwie sowas. Denken Sie an das Beispiel vom Busfahrer eben. Wenn wir wirklich denken würden, dass Gott spricht zu mir, genau das Gleiche bedeutet wie der Busfahrer spricht zu mir, dann müssten wir uns Gott als ein Wesen mit einem Körper vorstellen, mit einem großen Mund, mit Lippen, Zunge und so weiter, der damit Laute bilden kann, die wir hören können. Also Gott wird zu einer Art menschenartigem Wesen. Auf der anderen Seite können die Worte aber auch nichts vollkommen anderes bedeuten, denn dann könnten wir ja gar nichts mehr über Gott sagen. Wenn das Wort sprechen in Gott spricht zu mir etwas ganz anderes bedeuten würde, als das Wort sprechen normalerweise bedeutet, ja, was bedeutet es dann eigentlich? Dann wissen wir gar nicht, was dieses Wort bedeuten soll. Dann ist es im Grunde vollkommen sinnlos, von Gott zu sagen, dass er zu mir spricht, weil wir gar nicht wissen, was damit überhaupt noch ausgesagt werden soll. Also, wir stehen zwischen dem Dilemma, entweder ein alberner Anthropomorphismus oder ein sinnloser Obskurantismus.
Wie sollen wir dann noch sinnvoll über Gott reden können? Thomas schlägt einen Ausweg vor, nämlich den Ausweg der analogen Rede. Und diese analoge Rede ist genau der Mittelweg zwischen den beiden anderen Hörnern des Dilemmas, der univoken und der äquivoken Rede. Die univoke Rede, das ist das erste Horn des Dilemmas, also der Gebrauch, bei dem die Bedeutung exakt gleich ist. Ein univoker Gebrauch ist etwas ganz Normales in unserer alltäglichen Sprache. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Apfel ist rot und die Tomate ist rot. Und das Wort rot wird in beiden Sätzen in exakt der gleichen Bedeutung gebraucht. Da schwankt nichts. Das wäre ein Beispiel für einen univoken Gebrauch des Wortes rot. Der äquivoke Gebrauch, das ist der zweite Fall, also das zweite Horn des Dilemmas. Das bedeutet, wir haben gleiche Worte, also der Form nach gleiche Worte vorliegen, die aber mit verschiedener Bedeutung versehen sind. In der Grundschule hieß sowas bei uns Teekesselchen. Das sind dann also solche Wörter wie Kiefer. Es gibt den Kiefer als den Bestandteil meines Schädels hier und es gibt die Kiefer als den Baum, der irgendwo im Wald wachsen kann oder sowas. Beides ist das gleiche Wort, aber mit einer vollkommen anderen Bedeutung. Und das wäre ein ganz klares Beispiel für eine solche äquivoke Rede. So, und zwischen diesen beiden unattraktiven Optionen von univoker und äquivoker Bedeutung, da geht Thomas mit seinem Mittelweg durch, der analogen Rede. Analoge Rede bedeutet nämlich, die Bedeutung ist weder vollkommen gleich, wie bei der univoken Rede, noch ist sie vollkommen verschieden, wie bei der äquivoken Rede. Das Beispiel, das Thomas selbst wählt, um diese analoge Form der Bedeutung zu erklären, ist das Wort gesund. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich bin gesund. Und ich kann auch sagen, Sport ist gesund. In beiden Fällen bedeutet das Wort gesund nicht ganz das Gleiche, aber eben auch nicht etwas vollkommen Verschiedenes. Wenn ich sage, ich bin gesund, dann meine ich damit, ich bin frei von Krankheiten und allen Formen von Unwohlsein oder so etwas. Wenn ich hingegen sage, Sport ist gesund, dann meine ich nicht, dass der Sport nicht krank ist, sondern dann meine ich, dass der Sport diesen Zustand, in dem ich mich befinde, herstellen kann. Die Bedeutungen sind also nicht gleich, aber es gibt zwischen den beiden Bedeutungen so eine Art systematischen Zusammenhang. Thomas schlüsselt das ein bisschen genauer auf. Er sagt, es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wie ein solcher Zusammenhang aussehen kann. Da haben wir einmal die Analogie der Attribution und einmal die Analogie der Proportion. Analogie der Attribution, das bedeutet, das Wort bezieht sich eigentlich nur auf den einen der beiden Gegenstände, von denen es ausgesagt wird. Also im eigentlichen Sinne nur auf einen der beiden Gegenstände. Im abgeleiteten Sinne kann man es dann aber auch auf den anderen beziehen. Das ist so die Situation, die wir jetzt hier bei gesund vorliegen haben, wenn ich sage, ich bin gesund und Sport ist gesund. Die Gesundheit, die mir im eigentlichen Sinne zugeschrieben wird, kann nämlich im abgeleiteten Sinne auch dem Sport zugeschrieben werden, insofern Sport die Ursache der Gesundheit ist. Man kann das auch in die andere Richtung drehen, also man kann auch so eine Analogie der Attribution haben, wenn das Wort die Folge beschreibt. Wenn ich nämlich zum Beispiel sage, jemand hat eine gesunde Gesichtsfarbe oder so etwas. Also, dass die Gesichtsfarbe gesund ist, ist die Folge der Gesundheit. Und in diesem Sinne auch wieder abgeleitet aus der eigentlichen Bedeutung. In Bezug auf Gott würde das bedeuten, wenn wir zum Beispiel von Gott sagen, dass Gott gut ist, dann meinen wir damit nicht im eigentlichen Sinne, dass er gut ist, sondern wir meinen damit im abgeleiteten Sinne, dass er gut ist, weil er nämlich die Ursache von allem Guten in der Welt ist. Das war die Analogie der Attribution. Was ist jetzt die Analogie der Proportion? Nun, bei der Analogie der Proportion, da bezieht sich das Wort tatsächlich im eigentlichen Sinne auf beide Gegenstände, aber in unterschiedlichem Ausmaß. Nehmen Sie als Beispiel diese beiden Sätze hier. Ich kann sagen, ich liebe meine Frau und ich kann sagen, ich liebe ein scharfes Curry. Ich liebe meine Frau natürlich anders, als ich ein scharfes Curry liebe, aber ich liebe beide. Das heißt, das Wort lieben wird hier schon in der gleichen Bedeutung gebraucht, nur muss diese Bedeutung eben immer dem jeweiligen Gegenstand angepasst werden. Wenn ich beispielsweise mir ein Bild anschaue, das mein vierjähriger Sohn von einer Rakete gemalt hat, dann würde ich sagen zu diesem Bild, das ist schön. Wenn ich im Museum bin und schaue mir Van Goghs Sternennacht an oder so etwas, dann würde ich wahrscheinlich auch vor diesem Bild stehen und sagen, das ist schön.
Wenn jetzt allerdings Van Gogh ein Bild gemalt hätte von einer Rakete, das aussieht wie das von meinem 4-jährigen Sohn, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr sagen, das ist schön. Die Bedeutung dieses Wortes schön schwankt also, je nachdem, auf welchen Gegenstand sie angewandt wird. Das heißt aber nicht, dass ich in den beiden Fällen, mein Sohn und Van Gogh, unterschiedliche Bedeutungen von schön anlegen würde, sondern dass die Gegenstände unterschiedliche sind. Im einen Fall ein Gemälde eines weltberühmten Künstlers, im anderen Fall das Gemälde meines kleinen Sohnes. Und diese Gegenstände erfordern unterschiedliche Anpassungen der Bedeutung des eigentlichen Wortes. Wenn wir das Ganze jetzt auf Gott anwenden, dann würde das bedeuten, ich sage zum Beispiel von Gott, er sei weise, und ich sage auch von Sokrates, dass er weise ist. Aber Weisheit trifft auf Gott in einem höheren Ausmaß zu als auf Sokrates, denn Gottes Weisheit beispielsweise ist unbegrenzt, die von Sokrates hingegen ist endlich. Aber nichtsdestotrotz, in beiden Fällen ist mit weise das Gleiche gemeint, nur nicht im gleichen Ausmaß, also die Proportionalität ist nicht die gleiche, weil ich eben an den Gegenstand anpassen muss. Sieht so aus, als wäre Thomas mit dieser Lehre von der Analogie eigentlich ein ganz guter Kompromiss gelungen. Also wir können über Gott reden, das ist schon mal was, und wir können dennoch akzeptieren, dass sich Gott in seiner Realität, in seinem Wesen, ganz massiv von unserer alltäglichen Wirklichkeit unterscheidet. Also wir können einerseits über Gott reden, aber andererseits zugestehen, dass Gott ganz anders ist. Problem bei der Sache ist nur, es sieht jetzt irgendwie so aus, als würde hier das Verhältnis von Gott und Welt auf den Kopf gestellt. Denn eigentlich müssten wir sagen, nur die endlichen Dinge, also die Geschöpfe, die Kreaturen der Welt und so weiter, die sind im eigentlichen Sinne weise und gut und schön und so weiter. Und Gott ist das nur in einem abgeleiteten, übertragenen Sinne. Er ist die Ursache von Weisheit und Güte und so weiter. Aber die eigentliche Weisheit und Güte und Schönheit und sowas, die gibt es nur in den Kreaturen. Aber das ist irgendwie seltsam, denn eigentlich sollte es andersrum sein. Also Gott als die Quelle von allem sein, der sollte im eigentlichen Sinne gut und schön und so weiter sein und nicht die Kreaturen. Außerdem, was ist denn dann mit negativen Prädikaten, also mit so Dingen wie nervtötend oder übelriechend? Müssten wir nicht eigentlich auch sagen, dass Gott, weil er die Ursache von allem ist, auch die Ursache des Nervtötenden und des Übelriechenden ist? Und dementsprechend müssten wir auch sagen, gemäß der Analogie der Attribution, Gott ist übelriechend und Gott ist nervtötend. In einem abgeleiteten Sinne natürlich, aber nichtsdestotrotz, das wäre eine richtige Aussage. Und schließlich, das größte Problem vermutlich, es hilft uns eigentlich gar nichts. Diese Lehre von der Analogie hilft uns gar nicht dabei zu verstehen, was eigentlich Aussagen über Gott bedeuten können. Nehmen wir nochmal dieses Beispiel von eben, ich liebe meine Frau, ich liebe ein scharfes Curry. Wir haben gesagt, da muss ich die Bedeutung dem jeweiligen Gegenstand anpassen. Das heißt, ich muss wissen, was ein Mensch ist oder was menschliche Liebesbeziehungen sind, und ich muss wissen, was ein Curry ist. Sonst kann ich die Bedeutung nicht an den Gegenstand anpassen, sonst verstehe ich gar nicht, wovon die Rede ist. Wenn ich nun das Ganze auf Gott übertrage, und wenn ich jetzt sage, Gott ist weise, dann müsste ich doch, um das zu verstehen, wissen, was weise in Bezug auf Gott bedeuten soll. Aber dann muss ich Gottes Wesen kennen. Dann muss ich ja wissen, was Gott ist oder wie Gott ist, denn sonst könnte ich die Bedeutung nicht an den Gegenstand anpassen. Wenn ich nicht weiß, von welchem Gegenstand ich rede, wie soll ich die Bedeutung anpassen? Aber wie soll ich denn Gottes Wesen kennen, ohne ihn beschreiben zu können? Wenn ich das Wesen einer Sache kenne, müsste ich so etwas wie eine Definition geben können oder eine hinreichende Beschreibung dieses Wesens. Wenn ich ihn aber nicht beschreiben kann, wenn ich Gott beschreiben kann, warum muss ich dann in Analogie über ihn reden? Das heißt, wir drehen uns irgendwie im Kreis. Also entweder wir kennen Gottes Wesen nicht, dann hilft uns die Analogie auch nicht, dieses Wesen zu beschreiben. Oder wir kennen Gottes Wesen, ja, dann brauchen wir die Analogie nicht. Wir haben also zwei Unbekannte in dieser Gleichung oder gar keins. Das ist nun die Lehre der Analogie, der erste Versuch, mit der Besonderheit religiöser Sprache umzugehen. Schauen wir uns jetzt den zweiten Versuch an, nämlich die metaphorische Rede. Metaphorische Rede ist sehr, sehr weit verbreitet in allen Religionen. Es lässt sich wohl kaum bestreiten, dass religiöse Sprache voll ist von Metaphern und von bildlicher Rede. Beispielsweise, ja, denken Sie an das Christentum, wenn gesagt wird, Christus ist der gute Hirte. Denken Sie an den Buddhismus, der vom Nirvana spricht und damit den Zustand der Erlösung meint, was eigentlich ja übersetzt das Verlöschen bedeutet.
Oder denken Sie an den Daoismus mit seinem namensgebenden Begriff Dao, von dem wir ganz am Anfang schon mal gesprochen haben, was wortwörtlich eigentlich nur Weg bedeutet. Aber gemeint ist das fundamentale Prinzip der Realität oder so etwas. Das alles sind klarerweise Metaphern. Und Metapher können wir hier vorsichtig und ein bisschen grob definieren als Metapher ist, wenn man über eine Sache redet in Begriffen, die von einer anderen Sache herstammen. Und dadurch, dass man in anderen Begriffen von dieser Sache redet, erzeugt man eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Dingen oder macht eine Ähnlichkeit, die bisher unbekannt ist, offenkundig. Metaphern werden oft gebraucht, ja, um rein ornamentale Funktionen oder so etwas zu erfüllen, also als Ausschmückung der Rede, um sie poetischer zu machen oder um sich gebildet auszudrücken oder manchmal auch um komplexe Sachverhalte anschaulich zu erläutern und damit das Verständnis zu erleichtern. Aber darüber hinaus gibt es in der Sprachphilosophie auch eine Position, die als Kognitivismus bekannt ist. Und die behauptet, dass Metaphern auch einen kognitiven Gehalt haben können, also dass sie Erkenntnisse ausdrücken können. Erkenntnisse, die anders als metaphorisch gar nicht zu fassen sind. Wenn ich zum Beispiel sage, das ist ein ganz instruktives Beispiel, das Gehirn ist ein Computer, dann ist das ganz offensichtlich eine Metapher. Das Gehirn ist nicht wirklich ein Computer. Dann kann man aus dieser Metapher jetzt noch weitere Schlüsse ziehen. Zum Beispiel kann man sagen, ja, wenn das Gehirn ein Computer ist, dann muss es doch auch eine Programmiersprache geben, in der die Gedanken des Gehirns kodiert sind und so weiter und so fort. Wir können also anfangen, diese Metapher zu entpacken. Die Metapher enthält neue Erkenntnisse über das Gehirn, über die Funktionsweise des Gehirns, die erst offenbar gemacht werden müssen, aber die in der Metapher schon drin sind. Ähnlich wäre es in der religiösen Sprache, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, Christus ist der gute Hirte. Daraus könnten wir zum Beispiel den Schluss ziehen, dass Christus uns beschützen wird, dass er sich um uns kümmern wird, uns führen wird und so weiter und so fort. Jetzt könnte man an der Stelle natürlich argumentieren, ist dann die Metapher nicht eigentlich überflüssig? Könnte man nicht ganz einfach eine wörtliche Umschreibung, eine Paraphrase an die Stelle dieser Metapher setzen, die genau das Gleiche bedeutet? Das scheint eigentlich ja immer möglich zu sein. Wenn das nicht möglich wäre, wie sollte man sonst erklären, welche Metaphern gelungen sind und welche nicht gelungen sind? Also, wenn ich beispielsweise nicht sage, Christus ist der gute Hirte, sondern ich sage, Christus ist der brave Metzger, dann würden die meisten Christinnen und Christen mir vermutlich widersprechen und sagen, dass diese Metapher irgendwie nicht zutreffend ist. Aber warum denn eigentlich nicht? Naja, weil Christus uns eben nicht hinschlachten wird, sondern weil Christus uns beschützen wird und sich um uns kümmern wird und so weiter und so fort. Also, die Bedeutung dieser Metapher scheint nicht die richtige zu sein, also der Metapher, dass Christus der brave Metzger ist. Und wenn die Bedeutung aber nicht die richtige ist, dann muss ich offenbar in der Lage sein, sie zu erklären, also angeben zu können, was denn eigentlich die Bedeutung ist, um sie dann zu bewerten. Wenn ich das kann, kann ich die Metapher doch auch paraphrasieren. Also, ich kann sie wörtlich erklären, die Metapher ist überflüssig. Dagegen haben einige Theoretikerinnen und Theoretiker eingewandt, dass Metaphern irreduzibel sind. Das heißt, keine Paraphrase, keine Umschreibung kann exakt das ausdrücken, was die Metapher ausdrückt. Warum nicht? Nun ja, zum einen ist es so, die wörtliche Paraphrase oder die scheinbar wörtliche Paraphrase ist in Wirklichkeit oft selbst eine Metapher. Nehmen wir mal ein säkulares Beispiel. Ich sage, gestern war draußen ein schneidender Wind. Dann ist das natürlich eine Metapher. Der Wind schneidet nicht wirklich. Also ich werde nicht in Stücke geschnitten, wenn ich bei schneidendem Wind vor die Tür gehe. Wie könnte ich denn dann diese ja, Metapher paraphrasieren? Nun, ich könnte sagen, naja, der Wind schneidet wie Messerklingen oder so etwas. Aber wie schon gesagt, das tut er nicht wirklich. Meistens passiert Ihnen nicht ganz so viel, wenn Sie bei schneidendem Wind vor die Tür gehen. Dann meinen Sie vielleicht, naja, ich meine, es fühlt sich so an, als würde er schneiden. Aber auch das ist natürlich wieder eine Metapher. Es fühlt sich gerade nicht so an, als würden Sie vom Wind zerschnitten werden. Es tut bedeutend weniger weh, würde ich sagen. Es bleibt Ihnen letzten Endes gar nicht viel anderes übrig, als die eine Metapher durch andere Metaphern zu ersetzen. Außerdem, wenn man mal von dieser Iteration von immer weiteren Metaphern absieht, eine Metapher ist grundsätzlich offen. Das heißt, eine Metapher bietet mehr Interpretationsmöglichkeiten, mehr Raum zur Ausdeutung dessen, was sie bedeuten soll, als jede wörtliche Übersetzung.
Und gerade deswegen kann sie ja neue Erkenntnisse ermöglichen. Also, nehmen Sie nochmal unsere Metapher von Christus als dem guten Hirten. Wir haben das bisher so ausgedeutet, dass wir sagen, Christus beschützt uns. Aber die Metapher kann ja auch dann anders ausgedeutet werden. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, naja, das heißt dann wohl, dass die Gläubigen Schafe sind. Das heißt, am Ende werden sie gemolken, geschoren und geschlachtet werden. Denn das ist das, was Hirten normalerweise mit ihren Schafen machen. Und dafür haben sie die Schafe. Nur eine Metapher, nicht die wörtliche Paraphrase, hat diese Offenheit oder diesen, man könnte es auch so nennen, Bedeutungsüberschuss. Die Metapher ist also tatsächlich nicht reduzierbar. Sie drückt mehr aus als das, was in der wörtlichen Paraphrase drinsteckt. Das macht nichts. Das ist auch gar nicht schlimm, dass man die Metapher nicht paraphrasieren kann. Sehr viele ganz triviale Sätze in der Sprache kann man auch nicht paraphrasieren. Wie werden die Paraphrase von »Der Apfel ist rot«? Fällt mir auch nichts rein. Aber natürlich ist ein solcher Satz vollkommen verständlich und unproblematisch, auch wenn ich ihn nicht paraphrasieren kann. Das heißt jetzt also, wozu sind Metaphern da? Wozu brauchen wir sie? Wir brauchen sie, um mit ihnen über Dinge zu sprechen, die wir eigentlich noch gar nicht richtig verstanden haben. Nehmen wir mal ein nicht religiöses Beispiel, nämlich Licht als Welle. Die Physiker der Vergangenheit haben Licht als Welle bezeichnet und konnten, indem sie diese Metapher angewandt haben, sehr viel über das Wesen des Lichts erfahren. Inzwischen sieht die Sache anders aus. Also uns ist mittlerweile klar im 21. Jahrhundert, dass Licht eigentlich keine Welle ist. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir den Welle-Teilchen-Dualismus des Lichts verstanden haben. Also Licht ist nur im metaphorischen Sinne eine Welle oder kann so betrachtet werden, aber es ist nicht wirklich eine Welle, so wie die Wellen auf dem Ozean beispielsweise Wellen sind. Aber indem man Licht metaphorisch als eine Welle betrachtet, kann man einen neuen, auch einen sinnvollen Zugang zur Wirklichkeit, zur Natur des Lichtes gewinnen und viel über das Licht lernen, indem man dieser Metapher folgt und diese Metapher weiterentwickelt. Das gilt dann auch für religiöse Sprache. Wenn wir in der Religion gute Metaphern finden und lernen, sie auszudeuten, dann ist das für uns eine wichtige Möglichkeit, zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Also Metaphern spielen eine wichtige kognitive oder man könnte auch sagen epistemische, erkenntnismäßige Funktion für religiöse Sprache. So, bleibt noch die dritte Option, nämlich der Apophatizismus. Apophatizismus, was ist das? Also Apophatizismus oder auch apophatische bzw. negative Theologie, wie es auch manchmal genannt wird, das ist eine Theorie, die in vielen antiken Formen von Religionen weit verbreitet ist. Grob ausgedrückt besagt diese apophatische These, wir können über manche religiösen Gegenstände nichts sagen. Wir können nur negativ sagen, was sie nicht sind. In der christlichen Antike, also insbesondere im östlichen Christentum, im griechischsprachigen Bereich, ist das unter dem Einfluss des Neuplatonismus eine relativ verbreitete Position gewesen. Zum Beispiel bei dem christlichen Mystiker des 5. und 6. Jahrhunderts, der sich als Dionysius von Areopagita ausgibt. Der schreibt beispielsweise, die Gottheit ist weder Zahl noch Ordnung, weder Größe noch Kleinheit, weder Gleichheit noch Ungleichheit, weder Ähnlichkeit noch Unähnlichkeit. Aber wir finden auch in anderen Religionen, insbesondere in den Religionen des Ostens, apophatische Positionen. Zum Beispiel im eben schon genannten Daoismus, die berühmten Worte, mit denen das Tao Te Ching beginnt. Das Tao, über das man sprechen kann, ist nicht das ewige Tao. Oder Sie finden so etwas ebenfalls im Buddhismus. Nehmen wir als ein einfaches Beispiel dafür die Beschreibung, die der Buddha selbst vom Nirvana, also dem Zustand nach dem Tod, die endgültige Erlösung gibt. Er beschreibt es wie folgt, er sagt, es gibt, ihr Mönche, einen Bereich, wo weder Erde noch Wasser noch Feuer noch Wind ist, wo die Sphäre der Unendlichkeit des Raumes und der Unendlichkeit des Bewusstseins nicht mehr besteht, wo nicht irgendetwas mehr ist. Weder die Sphäre des Unterscheidens noch die des Nicht-Unterscheidens, nicht diese Welt noch die jenseitige Welt, wo beide Sonne und Mond nicht mehr sind. Viel negativer kann man es kaum noch machen. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass wir einfach nur nicht wissen, wie diese Dinge sind, also dass wir bloß das Nirvana nicht kennen oder dass wir Gott nicht richtig beschreiben können, weil wir irgendwie nicht zu wenig wissen über ihn und das wäre vielleicht prinzipiell noch irgendwo zu beheben, diese Wissenslücke. Nein, gemeint ist, dass diese Dinge prinzipiell
jenseits unseres begrifflichen Denkens liegen, dass also unsere Sprache oder unser konzeptuelles Denken grundsätzlich versagt, wenn es auf diese Gegenstände trifft. In der Mystik ist das eigentlich immer eine ziemlich beliebte Haltung gewesen. Ganz anders aber in der eher rational gesonnenen Religionsphilosophie, die das sehr, sehr kritisch gesehen hat. Grundsätzlich sind ja drei große Schwierigkeiten immer festgemacht worden an dieser apophatischen Theologie. Der erste Einwand lautet: Ist das nicht vollkommen paradox? Wie kann ich denn über etwas sagen, dass man nichts darüber sagen kann? Denn wenn wir sagen, dass wir nichts sagen können, ja, dann sagen wir doch schon etwas. Nämlich gerade, dass wir nichts sagen können. Auf der anderen Seite, wenn wir wirklich nichts sagen könnten, dann könnten wir ja auch gar nichts sagen. Nicht mal das. Nicht mal, dass wir nichts sagen könnten. Aber wir können offensichtlich was sagen, nämlich, dass wir nichts sagen können. Also können wir nichts sagen. Wie gesagt, paradox. Wir scheinen uns hier im Kreis zu drehen. Diese Aussage, ich kann über diesen Gegenstand nichts aussagen, scheint sich selbst zu widerlegen. In dem Moment, wo ich den Mund aufmache und diese Aussage tätige, scheint sie sich zu widerlegen. Einwand Nummer zwei lautet, es geht doch gar nicht um ein unbekanntes X, sondern wir reden von Gott oder von Nirvana oder sonst irgendwas. Also wir wenden einen Namen auf dieses unsagbare Wesen an, von dem wir sprechen. Ja, aber warum sagen wir dann beispielsweise Gott zu diesem unsagbaren Wesen und nicht Homer? Müsste das nicht irgendwie voraussetzen, dass es da gewisse Eigenschaften bei diesem unsagbaren Wesen gibt, die es rechtfertigen, den Begriff Gott anzuwenden, statt des Begriffs Homer oder Donald Trump oder sonst irgendetwas? Aber wenn es da solche Eigenschaften gibt, die das rechtfertigen, zum Beispiel, dass dieses unsagbare Wesen der Schöpfer der Welt ist oder allwissend oder was weiß ich was, ja, wenn es diese Eigenschaften gibt, dann müssten wir doch auch sagen können, was diese Eigenschaften sind. Sonst wäre es ja vollkommen beliebig, welchen Begriff wir anwenden. Also kann das Wesen nicht unsagbar sein. Und schließlich, Einwand Nummer 3, führt das Ganze nicht in einen infiniten Regress? Wir fangen an mit so einer Aussage wie, Gott ist körperlich. Das, sagen uns die apophatischen Theologen, kann nicht sein, wir müssen es negieren. Also sagen wir, Gott ist nicht körperlich. Aber das ist ja auch wieder eine Aussage. Also müssen wir auch diese Aussage wieder negieren und wir müssten stattdessen sagen, Gott ist weder körperlich noch nicht körperlich. Es wird hier schon ein bisschen schwer, das überhaupt logisch zu verstehen, was das heißen soll. Aber auch das ist eine Aussage und auch diese Aussage müssten Sie ja wieder negieren, indem Sie sagen, es ist nicht der Fall, dass Gott weder körperlich noch unkörperlich ist. Und immer so weiter. Was kann man denn dann eigentlich noch mit dieser apophatischen Theologie anfangen? Nun, die Verteidiger dieser apophatischen These sagen, es geht ja gar nicht darum, dass wir gar nichts über Gott oder Nirvana aussagen können. Also solche Sätze wie viele Menschen glauben an Gott sind natürlich auch Aussagen über Gott und vollkommen unproblematisch. Also niemand würde aus der apophatischen Theologie Einspruch gegen sowas erheben. Der Punkt ist vielmehr, nur einiges kann nicht gesagt werden. Das sind dann natürlich zwar die wichtigsten Dinge, also die jetzt gerade die Natur oder das Wesen Gottes des Nirvanas und so weiter betreffen, aber es ist immerhin etwas mehr als nichts, was wir sagen können. Und daher gibt es auch keinen Widerspruch. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts über Gott sagen können, bloß wir können einiges über Gott nicht sagen. Und zwar einiges, was ziemlich wichtig ist, aber dennoch genug, um hinreichend sagen zu können, worum es eigentlich geht. Solange wir nämlich wenigstens etwas sagen können, wie zum Beispiel Gott ist das Wesen, das mir gestern in einer Vision erschienen ist oder so etwas, oder Gott ist das, was mich mit Liebe erfüllt oder was auch immer Sie wollen. Also solange wir wenigstens irgendetwas in der Art sagen können, können wir genug sagen, um den Gegenstand, um den es geht, um das, wovon wir reden wollen, das unsagbare Etwas, hinreichend genau zu definieren. Nicht vollständig, aber hinreichend, um zu wissen, worum es eigentlich geht. Wir können sagen, ja, das Nirvana ist das, was der Buddha im Moment seiner Erleuchtung erlebt hat. Dann wissen wir noch nicht, was es eigentlich war, was er da in seiner Erleuchtung erlebt hat. Und vielleicht gestehen wir ein, dass wir niemals beschreiben können, was das ist, was er da erlebt hat, dass das auf immer unsere begrifflichen Kapazitäten sprengen muss. Aber wir wissen immerhin genug darüber, um es als Fixpunkt markieren zu können, um sozusagen festhalten zu können, worüber wir eigentlich reden wollen. Keine endgültige Klärung der Sache, wie gesagt, aber genug, um verstehen zu können, wovon eigentlich die Rede ist. Und was ist dann mit dem dritten Punkt, also mit den endlosen negativen Zuschreibungen?
Ja, auch da würde die apophatische Theologie antworten, es geht gar nicht darum, einfach nur negative Eigenschaften zuzusprechen. Es geht gar nicht darum zu sagen, diese und jene Eigenschaften kommen Gott, kommen dem Nirvana, dem Tao und so weiter nicht zu. Sondern man muss hier differenzieren zwischen zwei verschiedenen Funktionen, die die Negation haben kann. Also das eine ist die simple Sache, Negationen sind dazu da zu sagen, dass etwas nicht so ist, dass etwas nicht der Fall ist. Wenn ich beispielsweise sage, das ist kein langes Buch, dann schreibe ich dem Buch eine bestimmte Eigenschaft zu, nämlich nicht lang, also kurz zu sein. Aber es gibt daneben noch eine andere Funktion von Negationen und das ist die Funktion, nicht zu sagen, dass es so ist. Also ich lehne es ab, etwas zu behaupten. Ich sage nicht, dass es nicht der Fall ist, sondern ich lehne es ab, zu behaupten, dass es der Fall ist. Das ist ein wichtiger Unterschied. Beispiel dafür, ich sage, das Buch ist nicht gut, das Buch ist fantastisch. Wenn ich sage, das Buch ist nicht gut, dann will ich damit nicht sagen, dass das Buch nicht gut ist, obwohl genau diese Worte gerade aus meinem Mund rausgekommen sind. Ne? Das Buch ist nicht gut. Ich will damit vielmehr sagen, dass ich nicht behaupten will, dass das Buch gut ist, weil der Ausdruck unpassend ist oder weil er zu falschen Assoziationen verführen würde oder sonst irgendetwas. Und genauso, sagen die Apophatiker, müssen wir diese negative Rede von Gott verstehen. Also wenn ich sage, Gott ist nicht körperlich, dann heißt das nicht, dass er das Gegenteil davon ist, also dass Gott Geist wäre oder so etwas, sondern es soll bedeuten, dass es nicht passend ist, dass es nicht angemessen oder treffend ist, diesen Begriff auf Gott anzuwenden. Das Ziel ist also nicht, die richtigen negativen Begriffe zu finden, die man Gott anheften kann, sondern das Ziel liegt darin, eine sprachlose und begriffsfreie Einsicht in die Wirklichkeit dieser Dinge zu bekommen. Also die Sprache sozusagen durch den Prozess der Negation zu transzendieren und hinter sich zu lassen, sodass wir letzten Endes zu einer übersprachlichen, nicht mehr begrifflich fassbaren Einsicht in das Wesen Gottes, des Nirvanas und so weiter kommen. Das waren jetzt also die Optionen, die wir auf dem Tisch haben, wie man Sinn machen kann aus den seltsamen Ausdrücken, die in religiöser Sprache vorkommen. Nun, verstehen ist aber die eine Sache. Also verstehen, was die Aussagen der verschiedenen Religionen bedeuten. Das ist ein Punkt, dem wir uns jetzt einigermaßen gut annähern konnten. Aber eine andere Frage ist die, ob das, was da gesagt wird und was wir dann verstanden haben, auch wirklich wahr ist. Und das ist das Thema, dem wir uns dann beim nächsten Mal zuwenden müssen.